Hallo Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ja, wir waren jetzt hier zuletzt im wunderschönen Haus der Balladen und jetzt... Willkommen, Kind des Staubs. Hi, wir haben ja schon geschnackt das letzte Mal. Kannst du da nicht einmal durchlaufen? Wieso kannst du da nicht durchlaufen? Ich dachte, wir können jetzt mit denen reden. Hey, ihr da hinten. Aber bestimmt kann ich das hier, ne? Ich lauf mal hier lang. Ich darf halt nicht durchs Wasser gehen. Es ist ja alles so ein bisschen ordentlich und so. Plündern Truhe. Mhm. So, jetzt können wir aber reden hier mit Glianal. Hallo. Seid gegrüßt, ich bin Glianal, auch bekannt als der Antiquar. Was wünscht ein Kind des Staubs von mir? Weiß nicht, was denn so? Feier. Wir sind die Geschichte, die in sämtlichen Zeitaltern erzählt wird. Die Worte mögen unterschiedlich sein, aber die Bedeutung ist dieselbe. Wir sind der strahlende Sommer und der düstere Winter, die für alle Zeiten aufeinander folgen. Wir sind, was wir schon immer waren und auch immer sein werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also ich weiß wirklich nicht, was die halt hier gegen die Feien haben. Mögen eure Wege sicher sein. Ich denke mal, der erzählt uns noch viele schöne Dinge, aber wenn wir das jetzt plündern, passiert dann was? Nö. Amans Schlüssel bekommen, okay. Was kriege ich da hinten? Anscheinend darf ich hier ja... Nein! Oh, oh. Taschendiebstahl und Diebstähle gelten als Verbrechen. Wie gehst du Verbrechen an bestimmten Charakteren, werden Wachen auftauchen, um dich aufzuhalten. Die unter angezeigten Prozentzahl gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass du ertappt wirst, wenn du versuchst, die einzelnen Gegenstände zu stehlen. Sei vorsichtig. Nein, ich will das nicht. Nein. Nein, ich habe das nicht mitgenommen. Ich mag die doch hier so gerne. Wir reden mal mit ihm hier. Der hat mich das letzte Mal schon so interessiert hier, was der stellt da irgendwas her, irgend so ein Stein oder so. Sir Taka. Guten Tag, wie kann ich euch helfen? Ihr seid die Sterbliche, von der ich gehört habe. Wie können sie es nur wagen, euch als sanft zu bezeichnen? Glaubt mir, ihr seht wild wie ein Troll aus. Dankeschön. Gemmenschleifen. Ach so, das ist dieses Gemmenschleifen. Haus der Balladen und Taka, erzähl mal was von dir. Meine Erzählung handelt nicht von Schlachten und Tapferkeit, sondern von einer Verpflichtung. Ich habe Wenzen selbst gedient, damals, als die großen Balladen noch neu waren. Wir haben sie damals nicht gesungen, wir haben sie gelebt. Okay. Die Lieder des Hauses der Balladen sind nicht nur einfache Geschichten. Sie sind Teil der Magie, die uns alle vereint. Sommer ebenso wie Winter feien. Sie durchdringen uns, genau wie die Zyklen. Manche sind der Überzeugung, unsere Zeit des Ruhms sei am Verklingen und unsere Balladen würden wie ein Flüstern in der sterblichen Geschichte versinken. Ich jedoch sage, man sollte eine gute Geschichte niemals unterschätzen. Erzähl mal was übers Gemmenschleifen. Das wollen wir jetzt alle mal wissen, was das ist. Ich kann euch mit jeglichen Gemmen oder Scherben weiterhelfen und in eurem Namen mit ihnen sprechen. Es ist gar nicht so schwer, wie ihr vielleicht denkt. Außer natürlich, sie sind dicker. Der redet mit Scherben? Gemmen entfernen. Ich habe keine Gemmen. Kapier ich nicht. Ich werde hier auf euch warten. Okay, nutzen Gemmenschlimm. Durch Gemmenschleifen kannst du Gemmen herstellen und diese dann verwenden, um deine Waffen und Rüstung mächtige Boni hinzuzufügen. Herstellen. Waffengemmen. Hier kannst du beliebige Scherben aus deinem Besitz zu Gemmen verbinden. Verbindungen verschiedener Arten von Scherben ergeben auch unterschiedliche Effekte. Experimentiere mit ihnen. Ja. Ich will eine trübe Giftscherbe, trübe Schutzscherbe, trübe... Eine Schutzscherbe nehme ich mal. So, was mache ich jetzt? Durchbohrungsschaden. Fasse diese Gemme in einer Waffenfassung ein, um die effektiv der Waffe... Ach so! Die Gemmengeschichten sind also Sachen, die wir in unsere Waffe oder Rüstung oder sowas tun und damit halt Schutz oder halt auch Angriff erhöhen. Okay, wenn ich jetzt eine andere aber nehme, also die Giftscherbe, was passiert dann? Für einen Giftschaden. Fass den Game in einer Waffenfassung. Okay, dann kriege ich noch so einen Giftschaden. Das ist natürlich die Frage. Hier kannst du Scherben verbinden, genau.
Und dann kann man die hier auch direkt einfassen. Na, das ist doch mal interessant. Dafür muss ich aber ehrlich gesagt erstmal in meine Waffen gucken, weil ich gar nicht weiß, was für... Und vor allem, wenn wir das behalten wollen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich das hier behalte. Aber mir ist immer aufgefallen, hier standen immer so... Da waren so Fassungen drin. Und zwar in meiner... Nee, hier auch. Fassung Waffe. Tatsächlich. Unsere erodierenden Dolche haben was. Und dabei haben die doch schon Giftschaden. Ist ja interessant. Okay. Also, wir können was in unsere Dolche tun. Oder wir gucken mal nach Rüstung. Haben wir hier auch sowas? Genau. Zum Beispiel unsere Lederrüstung hätte eine Fassung. Ja, dann machen wir doch einmal Schutz und einmal irgendwas mit Angriff, wenn wir hier schon mal stehen, oder? So, stellen wir den Kram doch mal her. Hier hätten wir dann was, genau, hier hat man ja auch schon, war ich nämlich gerade drin, Moment, nochmal das Ganze herstellen. Haben wir nämlich einmal Waffengem und Rüstungsgem. Funktionsgem hätten wir auch noch, Scherben zu einer Funktionsgemme verbinden, epische Gemmen. Scherben aufwerten. Okay. Okay, fangen wir mal mit unseren erodierenden Dolchen an. Ich glaube, die sind schon mal ziemlich gut. Die werden wir eine Weile behalten. Trübe physische Sterbe. Das könnte doch was werden. Hier, 15% Chance pro Treffer, 15 Leben zu rauben. Fass diese Gemme in eine... Das klingt doch gut, das nehmen wir. Glückwunsch, du hast eine neue Gemme hergestellt. Sie kann in jedes Ausrüstungsteil eingefasst werden. Das ist eine freie Fassung. Yeah, ich habe eine Gemme hergestellt. So, und jetzt möchte ich noch eine trübe Schutzdings machen. Dafür mache ich aber eine Rüstungsgemme. In Rüstungsfall einsetzen, Giftresistent um die effektiven... Ja, dann haben wir so eine Giftresistent... Finde ich... Gibt es noch was Besseres? Wenn ich jetzt das nehme... Achso, das war das. Was ist, wenn ich das Giftding nehme? Achso. Ach, warte mal. Was war... Dann kommt plus 8% Giftresistenz und hier hätten wir was? Dasselbe. Ja gut, dann nehmen wir das mal. Gemme der Heilung. Habe ich sie jetzt hergestellt? Ich glaube schon. So, einfassen. Hier ist eine Liste deiner verfügbaren Ausrüstungsteile, die noch mindestens eine freie Fassung besitzen. Achso, das wird mir hier sogar direkt angezeigt. Hätte ich gar nicht gucken müssen. Hier, das wählen wir aus. Du kannst den Gegenstand, den du gerade ausgewählt hast, nun eine Gemme hinzufügen. Habe ich mir fast gedacht. Wow, geil. Glückwunsch, du hast deinen Ausrüstungsteil eine Gemme hinzugefügt. Ich freue mich gerade voll. Das habe ich selber gemacht. Wie geil. Wie geil. Gegenstände. Was denn? Was habe ich jetzt hier irgendwas Cooles oder so? Hier, Gemmenbeutel. Ah, und da sind die dann alle drinne. Ich weiß aber nicht, wann man die jetzt eigentlich kriegt. Aber hier sehen wir auf jeden Fall schon mal, dass das jetzt da drinne ist. Die sind jetzt noch besser. Und ich bin noch geschützter, zumindest vor Gift mit meinem Schutzkram. Cool. Finde ich gut. Gefällt mir. Ich glaube, bei ihm da hinten waren wir ja schon bei dem einen. Dann können wir ja erstmal wieder zurück, denn wir müssen ja auch die Nachricht mal überbringen, dass wir das jetzt hier ganz toll gemacht haben. Das machen wir mal. Obwohl, wir können ja auch noch mal in die andere Tür. Nicht hierher, Sterbliche. Du, ich gehe hier hin, wie ich will. Wie ich denke, mache ich das. So, wir können jetzt hier noch eine Blume pflücken, eine Himmelsblüte und die Truhe plündern. Ja, habe ich einfach mal gemacht. Hat ja auch gar keiner gesehen. Noch einer mit der... Nee, das ist ein Alchemie... Oh, Kobal, der macht irgendwie Tränke. Das sieht eher so nach Alchemie-Kram aus. Willkommen. Ihr seid hier am richtigen Ort, meine Liebe. Oh ja, das seid ihr. Hier finden all die großartigsten Forschungen statt. Genau hier, in dieser... Flasche. Mit einem Flaschengeist. Hey, der alte Okobal wird euch alles lehren, was ihr über die Alchemie wissen müsst. Ja. Alchemie, erzähl mal. Eine Prise hiervon, ein Tropfen davon. Wirklich keine große Sache. Sagt mir einfach, was ihr braucht und ich sorge dafür, dass ihr eine Flasche davon bekommt. Außer natürlich, ich habe aus einer Laune heraus alles selbst getrunken. Würdet ihr es gern lernen?
Weiß nicht. Sterbliche. Ich kann euch Kreaturen kaum voneinander unterscheiden. Das soll natürlich keine Beleidigung sein. Nein. Es kümmert mich nur einfach nicht. Sucht woanders nach Gerüchten, Verehrteste. Aber ich finde das total sympathisch. Also würde ich einer von denen sein, würde ich genauso denken. Ukobal. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr daran, wie ich hierher gekommen bin. Aber solange mir niemand sagt, dass ich verschwinden soll, webe ich einfach weiter an meinem eigenen Lied, auch wenn alle anderen schon längst fort sind. Alles klar. Es war schön, sich mit euch zu unterhalten. Ja, vielleicht erinnerst du dich ja doch noch mal eines Tages an mich. Wir können jetzt hier auch ans Alchemielabor, aber da haben wir tatsächlich nichts, was wir gerade machen können. Außerdem ist Alchemie, glaube ich, auch nicht so ganz meins. Wen haben wir denn hier? Oh, das sieht aus wie so eine Wahrsagerin oder so. Hallo, Avia. Willkommen, Alterslose. Ich bin Avia, aber ich vermute, das wisst ihr bereits. Die Gezeiten des Schicksals haben mich an eure Ufer gespült. Und so bin ich hier, um euren Wünschen Folge zu leisten. Avia, warum können wir dich nicht sehen? Auf bald. Können wir dich nochmal besser sehen? Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen. Ich freue mich, dass sich euer Weg so offenbart, wie ich es vorhergesehen habe. Der Ton ist etwas rechtslastig, aber macht nichts. Ihr verhaltet euch, als wären wir Fremde. Doch das ist nicht wahr, oder? Ihr seid in zahlreichen Träumen zu mir gekommen. Selbst im Tod habt ihr mein Bewusstsein gestreift. Mhm, ist das so? Erzähl mal was über den Ort hier, wo du wohnst. Lord Ysar hatte großes Vertrauen in Venzen und seine Instinkte haben sich als richtig erwiesen. Doch irgendwann fällt jedes Königreich und sein König mit ihm. Es gibt keinen klar erkennbaren Sieg für das Haus der Balladen. Ich sehe nichts. Nur euch. Ich mag sie. Sie hat auch eine schöne Stimme. Maid von Windemeer. Ja, es ist wahr. Sie existiert. Sie streift den Rand meines Bewusstseins. Aber ich bin mir über ihre Absichten nicht klar. Und das ist beunruhigender als alles andere. Was hat's denn auf sich mit dieser Schicksalsweberei? Ich bin euretwegen hier, um euch bei der sorgfältigen Trennung der Schicksalsfäden zu leiten und euch auf eine angemessenere Ebene zu verhelfen. Okay. Ich bin nur ein Werkzeug der Schicksale, ein Sprachrohr ihrer wechselnden Stimmen. Ich weiß nicht, woher ich weiß, was ich weiß. Es ist schon so, seit ich den ersten Schritt aus meiner Höhle gemacht habe. Okay. Noch mehr? Nö. Schicksal. Sag mir doch mal mein Schicksal. Schicksal auflösen. Indem du dein Schicksal auflöst, kannst du für einen bestimmten Preis all deine aktuellen Fähigkeiten, Talente und Schicksale zurücksetzen. Du erhältst sämtliche investierten Punkte zurück und kannst sie deinen Vorstellungen entsprechend neu verteilen. Das finde ich toll. Kostet eine Menge Geld, aber ich bin, glaube ich, im Moment noch ganz zufrieden so mit dem, was ich gewählt habe. Aber ich finde es toll, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Und wenn, dann würde ich es relativ früh machen. Nicht, dass man das dann nochmal wieder alles ändern. Bis wir uns erneut begegnen. Okay, tschüss. Pass auf dich auf und so. Was ist denn hier eigentlich in der Mitte? Bei mir bekommt ihr alles, was euer Herz begehrt. Echt? Alles? Lasst mich euch ansehen, wie hübsch ihr doch seid. Viel zu hübsch für das Haus der Balladen, so viel steht fest. Ich neige dazu, mich an der Gesellschaft Sterblicher zu erfreuen. Sie sind so fleischig. Ich bin Elova, Lehrerin in den Künsten der Persuasion. Und dazu gehört auch die Verführung, aber das habt ihr euch möglicherweise schon gedacht. Ja, das erinnert mich daran, dass man am Anfang bei den Charaktereigenschaften ja auch Liebe und so nehmen konnte. Oh, schönes Aussehen und Liebe und Verführung. Oh. So, erzähl doch mal was über dich, Elova. Farara persönlich hat mich hierher gebracht. Verbotene Liebe kann einen in die sonderbarsten Richtungen führen. Hier bin ich nun, im Haus der Balladen, und dabei rühre ich ein Schwert nicht einmal an. Wärt ihr gern mein Knappe? Es ist eine tiefe Verbindung. Ausgesprochen tief. Zahlreiche Nächte im Mondlicht werden auf uns warten. Hallo, ich bin eine Frau. Maid von Windemeer. Ich glaube, das ist denen ziemlich egal. In den Balladen wird sie als Hexe vom Hof des Winters besungen, die den Sommer verdorren lassen will. Ich persönlich glaube, dass ihre Zuneigung zu Venzen echt ist. Ich bin ihm begegnet. Ich weiß es. Okay, Überzeugung, Ausbildung. Ich kann beinahe jeden dazu bringen, nahezu alles zu tun. Ihr glaubt mir nicht? Dann fragt einen meiner vielen Bewunderer. Ich bin bereit, euch in meine Geheimnisse einzuweihen.
Doch das hat seinen Preis. Aber hart war's, hart war's. Ausbildung. Erforderliche Talentstufe 0 bis 3, erforderliche Stufe 0. Okay. Plus 1 Überzeugung. Ilova besitzt große Erfahrung mit dem Talent Überzeugung. Gegen eine Gebühr kannst du dich ausbilden lassen, um dein Talent um 1 zu erhöhen. Grundlagen, Ausbilder können ihr Wissen nur an Schüler mit einer Talentstufe von 0 bis 3 weitergeben, die sich außerdem mindestens auf Stufe 0 befinden. Und bei uns geht das wahrscheinlich gerade nicht. Da müssen wir nochmal bei Überzeugung was reinstecken und dann können wir da nochmal hierher kommen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon darauf. Ja, ich mich auch. Okay, was ist mit dir? Soll ich dir helfen, rauszugehen, oder? Noch nie hat eine Sterbliche einen Sitz im Haus der Balladen angestrebt. Nehmt euch in Acht. Seid gegrüßt. Tschüss. War nett hier. So, jetzt wollen wir aber tatsächlich mal... Es ist mir eine Ehre, Sterbliche mit euch zu sprechen. Ja, ich bin eine Sterbliche und ich bin hier. Ich wünsche euch nur das Beste. Dankeschön. Schnell weg. Wir wollen Bescheid sagen. Und nach Odalath. Wir wollen keine Zeit verlieren. Und laufen wieder zurück. Können wir hier lang? Können wir durch den Fluss? Oh, können wir hier runterspringen? Schade. Wäre da gerne lang. Lauf, Kind, lauf. Ach, hier haben wir noch ein paar Leichen, die wir plündern können. Wir sagen schnell Bescheid und machen die Menschen und Wesen glücklich hier in unseren Landen. Coole Pflanze, ganz ehrlich. Sieht echt stark aus. So. Sind wir ja bestimmt gleich da. Gar keine Monster mehr hier, ne? Irgendwie gar keine Feinde mehr in Sicht. Ich habe sie alle schon verjagt. Mit meinem Bogen und meinen Dolchen jage ich sie alle in die Flucht. Und ich will gar nicht wissen, wie schwer das hier noch alles wird. Im Moment ist es auf jeden Fall sehr schön. Wir bleiben einfach für immer hier. Hier ist es friedlich, hier ist es schön, hier gibt es schöne Pflanzen. Warum woanders hingehen? Was ist das da hinten? Was leuchtet hier? Oh, das ist voll schön. Berührung des Todes. Ich will ja hier noch gar nicht hin. Ich bin falsch hier. Meno. Wir können hier auf jeden Fall noch was machen. Oder so. Bin ich falsch gelaufen. Wie ist das eigentlich mit ihrer Ausdauer? Kann die immer laufen, solange ich will? Oder wie? Weiß ich gar nicht. Jo. Gehen wir mal rein ins Gasthaus. Schnell die Treppen hoch. Niemals fallen. Nein. Niemals. Macht euch keine Sorgen. Ihr habt es geschafft. Ja. Weißt du Bescheid, ne? Ihr seid zurück. Ich hatte schon befürchtet, die Feinde hätten ihre Rachegelüste an euch ausgelassen. Wie üblich war ich im Irrtum. Tja. Die Feier hat sich erholt, dank eures Tranks. Sie möchte die nächsten Wochen im Dorf verbringen, bis sie wieder völlig gesund ist. Mit dir? Gorhard wird eine neue Gemeinschaft sein, ein Ort des Miteinanders, und das verdanken wir euch. Bitte nehmt mein Schwert und meinen Holzschild. Sie werden euch ebenso nützlich sein, wie sie es mir waren. Hab ich doch gern gemacht. Und hab ein Schwert und ein Schild bekommen. Okay. Und nun? Ah, hier gibt's noch mehr Sachen, die wir ihn fragen können. Erzähl mal ein bisschen hier. Ich denke, sie heißt Schildring und ist ein Rekrutierungsposten für alle, die nach Westen in den Krieg ziehen wollen. Folgt der Straße. Sie überragt die Bäume in Jolvan. Okay. Kriegsgeweihter. Einst bekämpften sie die Bestien des Chaos und sonnten sich im Ruhm ihrer zahlreichen Siege. Es ist traurig, dass auch sie, wie alle großen Männer, so tief gefallen sind. Jetzt sind sie nichts weiter als Söldner. Mit ein wenig Gold kann sich jeder ihre Treue erkaufen. Mhm.
Unser Schicksal liegt in den Händen einiger weniger Auserwählter, die im Osten kämpfen. In Gorhad selbst bekommt man von dem Krieg nichts mit. Wir liegen meilenweit vom Rauch und von den Schreien entfernt. Ich habe im Kristallkrieg und auch zu Hause schon viele Banditenclans gesehen, aber diese Kerle sind anders. Sie mögen ihre Opfer schwach und blutig. Die Rote Legion ist nun schon seit mehreren Wochen hier in der Gegend aktiv. Unsere Leute haben Angst, sich nach Einbruch der Dunkelheit nach draußen zu wagen. Okay. Ich weiß nicht, was die Tuata so weit vom Krieg entfernt wollen könnten. Es muss jedoch etwas sein, was für ihre Interessen von entscheidender Bedeutung ist. Aber sie sind eine teuflische Brut und ich bedauere jeden, der ihnen in diesen düsteren Wäldern über den Weg läuft. Okay. Dann auf bald. Auf bald. Ja, gut. Ich könnte natürlich den Part jetzt hier schon wieder direkt beenden, weil wir bei 20 Minuten sind, aber ich überziehe mal wieder einfach. Du hast im Moment keinen aktiven Quest. Das weiß ich doch. Genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Und zwar können wir nämlich jetzt hier uns mal um den Wolfmann kümmern. Das habe ich so vor. Und in unserem Inventar werden wahrscheinlich hier das neue Schwert und so angezeigt. Zeig mal, was hast du mir so gegeben? Aha. Da ist unser Hammer aber eigentlich sogar besser, aber so ein Schwert finde ich irgendwie schöner für so eine Elfe, die wir spielen. Sekundäre, haben wir da was Besseres als nö. Nö. Nö, ist okay, ich belasse es so, wie es ist, auch wenn natürlich genauso wie bei Eisenrüstung und Pipapo andere Sachen besser sind, aber ein bisschen nach der Optik gehen tue ich schon auch. Ich benehme mich immer. Die mit ihren feindlichen Schnödeldödel-Sachen immer. So, wo muss ich denn hin? Ich soll geradeaus und ich laufe erstmal weiter geradeaus. Ich beeile mich auch. In der Hoffnung, dass wir dem Wolfmann mal ein bisschen noch helfen können. Ich hoffe, der Quest führt mich jetzt aber nicht zu ihm. Denn ich glaube, wir sollen ja eher diese Feinde finden, die ihn verzaubert haben. Bin aber auf dem richtigen Weg. Es ist etwas weiter nördlich. Ich laufe und laufe und ich renne. Das ist ja normales Laufen. Was ruckelt das denn jetzt hier so? Diesmal hat es wirklich geruckelt. So, ich laufe mal weiter. Weiter, 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 weiter. Ah, jetzt kommen wir hier langsam an den Ort, wo wir hin sollen. Moment. Ach, da ist unser Wolfmann. Ja, aber ich will ja nicht zu dir. Ich will dir helfen. Bin dabei. Ich laufe schon für dich. Moment mal, einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Ich dachte schon, es liegt an meinem ollen Defragmentierungsprogramm. Auf einmal sind hier ganz viele kleine Elfchens rausgekommen. Wenn die das waren, die Schweine, die den armen Wolfmann... Okay. Ich muss nochmal weiterkämpfen, bevor ich quatsche. Oh, immer in die falsche Richtung. Aua! Was ist denn hier los? Mit Zähnen und Klauen.
zum Einmi zurückkehren. Okay, ich habe dem jetzt geholfen. Das war jetzt ein bisschen... Oh, wie gesagt, ich muss mich noch einkämpfen. Und ich habe den Fehler gemacht. Das ist also toll aus. Und ich wollte einen Screenshot machen. Und genau in dem Moment sollte ich eigentlich xen. Da muss ich drauf aufpassen. Aber es sieht doch so cool aus, wenn sie ihre Special-Attacke macht. Das sieht doch so cool aus. Ich bin begeistert. So, jetzt können wir zu ihm zurück. Guck mal, ich habe dir geholfen. Zweibeinerin, ihr kommt mit leeren Händen zu mir? Was soll das bedeuten? Wieso? Der Brunnen enthält mächtige Magie und ist so alt wie diese Bäume. Unsere Ältesten haben uns einen wahren Namen verraten. Ihr Zweibeiner würdet ihn Wanderbrunnen nennen. Er verschwindet und erscheint wieder, überall im Wald, wie ein Wolf auf Jagd. Aber welche Beute verfolgt er? Bevor ich verflucht war, lag ein starker Geruch auf dem Wasser. Ich erinnere mich noch gut daran. Es war Egelholz. Vielleicht sucht der Brunnen danach. Vielleicht? Was sagst denn du zum... Wer bist du überhaupt? Sie riecht nach Aalblatt und Himmelsblüte. Ich habe sie bis ins Lager verfolgt. Die meisten Zweibeiner wollen mich töten. Sie beobachtet mich nur. Du stehst also auf sie. Ach, so ist das. Ihr meint bestimmt das schöne Volk. Ja, sie leben nördlich von hier, tief unter dem Schatten von Yolvan. Ihr Geruch, er ist seltsam, irgendwie grün. Mhm. Waldmannsheil. Waldmannsdank. Okay. Aber wir können ihm immer noch nicht helfen, anscheinend. Dafür müssen wir jetzt noch weiter und ihm dieses Brunnenwasser beschaffen. Ich befürchte, dass ich das jetzt nicht mehr in diesem Part schaffe. Und da hinten kommen wir auch schon wieder irgendwie in ein anderes Gebiet. Das machen wir im nächsten Part. Dann bleibt es schön spannend und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann!